Verbale Ausfälle, falsche Zungenschläge, Entgleisungen. Was in empfindsameren Regionen unseres Landes oft Ärger verursacht oder sogar die Justiz auf den Plan ruft, in Bayern nimmt man das oft auf die leichte Schulter. Man ist eben hart im Nehmen, ebenso wie im Austeilen. Aber Herrschaft des Unrechts als Etikett für die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung, einer Bundesregierung übrigens, der man selbst angehört, diese Äußerung von Horst Seehofer in einem Zeitungsinterview scheint vielleicht doch jenseits der Geschmacks- und Vernunftsgrenzen zu liegen. Jedenfalls gibt es genügend Öl im Regierungsfeuer. Streit ohne Ende, die Koalition ohne Kompass. Heute das Thema der Phoenix-Runde, liebe Zuschauer. Willkommen bei uns, meine Gäste. Mariam Lau, Journalistin der Zeit hier aus dem Berliner Hauptstadtbüro. Richard Hilmer ist bei uns von der Gesellschaft für Politikforschung und Politikberatung Policy Matters. Sie waren lange Zeit Geschäftsführer von Infobest DIMAP, eines demoskopischen Instituts, das für die ARD arbeitet. Daniel Goffert, Autor bei der Zeitschrift Focus. Und Professor Frank Decker, Politikwissenschaftler der Uni Bonn. Frau Lau, wie viel Kalkül steckt in dieser Seehofer-Äußerung? Oder ist das das, was man zunächst vermuten könnte, so eine Art Loose Cannon? Die Amerikaner nennen Leute, die außer Rand und Band geraten sind, nennen sie eine Loose Cannon, eine sich losreißende Kanonenkugel, die über die Planken eines Segelschiffes poltert. Was ist Horst Seehofer? Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass da Kalkül dahinter steckt, nämlich das Kalkül, dass man auf diese Weise der AfD das Wasser abgraben kann. Und ich finde, dass man aber jetzt schon sieht, dass das nicht funktioniert. Also die Idee, dass man die Populisten rechts überholt, diese Rechnung geht nicht auf. Das sieht man daran, dass die AfD in Bayern genauso stark ist wie in Baden-Württemberg. Hilmer, was führt der Horst im Schilde? Also mir kommt schon so ein bisschen so vor wie eben eine sich langsam hochschaukelnde Eskalation. Es gab ja am Anfang eher moderate Stimmen, die von Beginn an relativ deutlich waren, denn der Hinweis, dass es ein Fehler war, dass man diesen Stöpsel nicht mehr auf die Flasche kriegt, der war ja eine der ersten Kommentierungen, der war schon sehr deutlich. Aber es nimmt zu und das hat sicherlich auch damit zu tun, dass eben die andere Seite, in dem Fall Merkel, ich scheue noch den Begriff Gegenseite, dass diese Seite eben überhaupt nicht reagiert. Und insofern scheint sich das Ganze langsam hochzuschaukeln. Es gibt ja schon in der praktischen Politik eine Reihe von Manövern, die eben ein gewisses Beidrehen erkennen lassen, dass man eben versucht, die Zuwanderung zumindest eben zu begrenzen. Aber da dies eben in der Praxis noch nicht so durchschlagende Wirkung hat, scheint Seehofer dann immer wieder Anlass zu finden, noch mehr drauf zu weisen. Die Seehofer-Äußerung war nicht der einzige Streitpunkt diese Woche in der Koalition. Sie streitet ja ganz offensichtlich, so scheint es, ohne Unterlass. Aber ist das vielleicht nicht sogar eine nachvollziehbare Reaktion auf eine Situation bei uns, die eigentlich kaum noch oder sehr schwer zu beherrschen ist? Also die Situation ist schwer zu beherrschen. Und wenn man das Wort, sag mal, von der Herrschaft des Unrechts mal etwas zerlegt, also es besteht natürlich eine gewisse Unrechtssituation, weil der massenhafte Zuzug der Flüchtlinge passt natürlich nicht zu den Gesetzen. Also die Leute reisen durch das Land, sie halten sich in der Regel nicht an die Order, die ihnen gegeben wird, sich da und da aufzuhalten. Also die ganze Situation ist außer Kontrolle geraten. Das ist ja auch das, was die Bundespolizei einem erzählt. Das ist, was man hört, wenn man mit den Polizisten vor Ort spricht. Insofern herrscht schon ein gewisser Zustand von Unrecht, wenn man es mal rein juristisch betrachtet. Dass das politisch natürlich eine andere Wirkung hat, ist auch eine andere Diskussion. Mhm. Aber Horst Seehofer versucht halt, weil die Kanzlerin offiziell bei ihrer Linie bleibt, Stück für Stück den Druck zu erhöhen. Also erstmal hat das ganze Kabinett einen Brief geschrieben, einen Mahnbrief an die Kanzlerin, was ja nun auch sehr ungewöhnlich ist in der Koalitionsregierung. Dann wird mit einer Verfassungsklage gedroht und jetzt wird sozusagen noch mal einer draufgesetzt und die Herrschaft des Unrechts proklamiert. Mhm. Also insofern, er erhöht Stück für Stück den Druck, weil er merkt, dass die Kanzlerin zwar in Nuancen reagiert, da haben Sie recht, aber nach außen hin vermittelt sie keinesfalls den Eindruck, dass sie zu einer Wende bereit ist. Also man erfährt ja da Panikreaktionen in der Politik, auch wie zum Teil in der Bevölkerung. Ist es aber nicht so, dass wir vielleicht sogar lernen müssen, solche Verwerfungen oder solche Krisen
auszuhalten. Dass man den Leuten auch klar machen muss, oder dass die Politik den Menschen klar machen muss, dass diese sogenannten Wohlfühljahre möglicherweise unwiederbringlich vorbei sind. Das entspricht ja eigentlich dem Ansatz der Kanzlerin. Es wird dann gelegentlich gesagt, sie erklärt das den Leuten nicht hinreichend. Ich glaube, sie hat es den Leuten erklärt. Zum Beispiel in einer Talksendung mit Anne Will hat sie versucht, ihren Ansatz zu erklären. Und der Ansatz heißt eben, dass die Konfliktursachen bearbeitet werden müssen, dass wir eine europäische Lösung brauchen. Und dass wir nicht erwarten können, dass das Problem von heute auf morgen gelöst wird. Aber in der Demokratie fehlt es in der Regel an diesem langen Atem. Das gilt für unsere Demokratie ganz besonders, weil hier andauernd auch Landtagswahlen stattfinden. Und die Diskussion um die Flüchtlingspolitik wäre vielleicht auch eine andere, wenn jetzt nicht im März wieder wichtige Wahlen stattfinden. Und bei der CSU ist es so, für sie gilt die Devise Bayern first. Alles wird im Grunde dem Interesse untergeordnet, die Macht, die absolute Mehrheit in Bayern zu erhalten, obwohl die Wahlen noch 3 Jahre entfernt sind in Bayern. Aber man darf auch nicht vergessen, bei Seehofer, ihm sitzt im Grunde der Nachfolger ja schon im Nacken. Also es geht da auch um eine Diskussion innerhalb der CSU. Und deshalb fährt er nun diesen rhetorisch harten Kurs gegen die Kanzlerin. Das fällt ja auf. Die Landtagswahl in Bayern ist ja erst 2018, glaube ich. Also das ist gerade mal die Hälfte der Legislaturperiode hin. Es wird zwar auch in Bayern die Bundestagswahl stattfinden, 2017, aber es drängt nicht so wie in anderen Bundesländern. Trotzdem, diese scheint ja in der CSU so die nackte Angst rumzugehen. Die Frage ist, ob Horst Seehofer das sozusagen ausdrückt. Was sind seine Motive, da gerade jetzt so harsch vorzugehen? Das hat sicherlich mit der bayerischen Politik zu tun, aber es gibt ja immer sozusagen auch die Direktive, die noch von Strauß herrührt, rechts von der CSU solle sozusagen nicht sich auch bundesweit etablieren. Und die AfD ist ja in der Tat, also wenn man die Zahlen anguckt, drauf und dran, sich eben bundesweit zu etablieren. Sie sitzt eben schon in 5 Landtagen, 3 weitere werden mit hoher Wahrscheinlichkeit dazukommen. Und die Bundestagswahl ist jetzt auch nicht mehr so lange hin. Und es ist schon erwartbar, dass das Thema, das sie derzeit eben groß und stark macht, das Thema Flüchtlinge, mit Sicherheit noch eine ganze Weile, von Monaten wahrscheinlich noch bis zur nächsten Bundestagswahl, relevant sein wird. Und insofern ist es schon nachvollziehbar, dass man eben versucht, auch schon nicht jetzt nur mit Blick auf 2018, sicherlich schon eher mit Blick auf 2017, hier eben rechtzeitig beizudrehen und eben Positionen zu besetzen, die eben deutlich machen, dass er eben auch innerhalb des Regierungslagers, auch innerhalb des Parlaments eben Positionen vorhanden sind, die eben sich unterscheiden von dem, von der Position der Kanzlerin, die sich im Wesentlichen deckt derzeit mit der der SPD, mit der der Opposition im Bundestag. Und das ist ja eine der Schwierigkeiten, mit denen wir derzeit auch als Demoskopen zu kämpfen haben, dass eben auf der einen Seite es ein Problem gibt, Sie haben darauf hingewiesen, das Flüchtlingsthema, das ist ganz klar, wir haben noch nie so ein dominantes Thema gehabt. Selbst die Arbeitslosenzahlen in den 90er Jahren waren nicht vergleichbar mit dieser Dominanz des Themas Flüchtlingspolitik. Und da vermissen halt einige Bürger, zunehmend Bürger, Antworten auf einige Sorgen und drängende Fragen. Und die CSU versucht zumindest an der einen oder anderen Stelle Antworten zu geben. Also ich sage jetzt mal, die CSU steht da gegen die Kanzlerin, die wiederum eher mit der SPD eine Einheit in dieser politischen Frage bildet. Die Opposition steht eigentlich auch auf Seiten der Kanzlerin. Das ist ja eigentlich eine ganz ungute Situation für eine Koalition, die ja gemeinsam arbeiten soll. Gefährdet die CSU auf Dauer zum Beispiel die Gemeinschaft mit der CDU, die drückt sich ja aus in einer Fraktionsgemeinschaft im Bundestag, und dass man sich eben im politischen Wettbewerb aus dem Weg geht, die einen nur in Bayern, die anderen überall? Natürlich, ich meine, man muss sich mal fragen, wie lange will man das machen, einer Regierung Unfähigkeit vorzuwerfen, der man selbst angehört? Also nicht nur Unfähigkeit, sondern Unrecht, also das ist ja ein Wort, das im politischen Raum sofort den Anklang an die DDR wachruft. Also einer Kanzlerin, die aus dem Osten kommt, wirft man jetzt vor, die Herrschaft des Unrechts installiert zu haben. Ist mit Bedacht gewählt worden, dieser Vergleich oder diese Formulierung? Natürlich. Also ich meine, das ist eine der härtesten Keulen,
viel härter kam. Es gibt noch eine kleine Steigerung, die möchte ich jetzt hier gar nicht ins Spiel bringen, um Seehofer nicht auf Ideen zu bringen, aber wir sind schon fast da. Also es fällt sozusagen jede Woche ein neues Tabu. Es ist von Schießbefehlen die Rede, von Flüchtlingen, auf die man schießen muss, dann ist man plötzlich wieder... Das kam aber nicht aus der CSU. Natürlich, nee, aber ich meine nur, also Seehofer beteiligt sich an dieser Eskalation, die am Ende den Ast absägen wird, auf dem er mitsitzt. Das ist ja das Verrückte. Also wie lange kann er diese Regierung noch so beschädigen, ohne daran selbst Schaden zu nehmen? Ich glaube das nicht. Also man muss bei all diesen taktischen Überlegungen auch mal eine ganz klare Realität sehen. Das ist die Realität, dass die Flüchtlinge fast alle in Bayern ankommen. So, und das heißt, das Bewusstsein des Problems ist in Bayern natürlich ungleich höher als in Hamburg oder in Niedersachsen. Also das ist schon mal der erste Punkt. Und die Landräte und die Bürgermeister und die Leute vor Ort spüren diese Flüchtlingsströme natürlich viel deutlicher. Die Belegung mit Turnhallen, diese ganzen... Aber die werden ja dann gleich in der Bundesrepublik auch verteilt, diese Flüchtlinge. Ja, aber der Eindruck ist, glaube ich, vor Ort ein anderer, als wenn sie in Niedersachsen sitzen. Und die Kommunalpolitiker in anderen Bundesländern stöhnen ja auch. Ja, also die sind nicht die Einzigen, aber ich will nur sagen, die Betroffenheit in Bayern ist jetzt mal jenseits solcher taktischen Überlegungen, die sicher stimmen. Aber es ist nicht nur das, es ist auch, weil das Problem viel virulenter zu sehen ist. Und ob die Fraktionsgemeinschaft der Union sich auflöst wegen der Flüchtlingsfrage, da würde ich ein großes Fragezeichen setzen. Weil das bringt niemandem etwas, wenn die CSU dann nach den Rest Deutschlands einmarschiert und sozusagen die CDU nach Bayern. Ja, aber was kann jetzt noch kommen? Ich meine, das Faszinierende ist ja nicht nur, dass ich gebe Ihnen recht, dass die Bayern besonders betroffen sind, aber sie sind auch besonders gut. Das ist ja das Irre. Die werden mit dem Ansturm der Flüchtlinge besonders gut fertig. Weil sie eine gute Verwaltung haben. Ja, weil sie eine sehr gute Verwaltung haben und weil eben auch sehr viele Leute dort wollen, dass es gelingt. Also es gab ja nirgendwo auch so viele Freiwillige, das weiß ich jetzt, kann ich nicht behaupten, aber es gab sehr viele Freiwillige in Bayern. Das war ja auch der Grund dafür, dass den ganzen Sommer über die Stimmung auch bei der CSU jetzt nicht so war, zu sagen, wir machen die Türen zu. Nein, das nicht. Aber es kann ja nicht sein, dass wenn man ihnen eine Last aufbürdet und sie, weil sie stark sind, die Last besonders gut tragen, dass das das Argument dafür sein kann, noch weitere Lasten zu schultern. Das also ich meine, ja das auch, ist eine gewisse ja Dialektik. Lassen Sie uns doch mal ganz kurz bei der Union bleiben. Die Frage, ist da ein Spaltpilz zwischen den Unionsparteien am Entstehen? Also man muss vielleicht noch mal zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist die Beteiligung der CSU an der Bundesregierung und das andere ist die Fraktionsgemeinschaft. Das hängt nicht unmittelbar miteinander zusammen. Denn an einer Auflösung der Fraktionsgemeinschaft kann die CSU das geringste Interesse haben. Denn die würde dazu führen, dass man das Ziel, das man hat, nämlich die absolute Mehrheit in Bayern, dass man gerade das verliert. Also das kann nicht im Interesse der CSU liegen. Der andere Punkt ist interessanter. Die CSU attackiert jetzt auf das Heftigste, nicht nur verbal, sondern sie droht ja mit einer Verfassungsklage. Und Seehofer muss natürlich darauf achten, dass Bayern hier nicht als, oder die CSU als brüllender Löwe wahrgenommen werden. Denn damit verliert er auch seine Glaubwürdigkeit. Er muss ja auch die Frage beantworten, was er selber als andere Antwort... Die Frage ist, ob er nicht sowieso einen sehr riskanten Kurs fährt mit dem, was er gerade tut. Ja, das Risiko besteht eben darin, dass man gleichzeitig Regierung und Opposition sein will. Und das kann auf die Dauer nicht funktionieren. Das nehmen einen die Wähler auch nicht ab. Also insoweit wäre das schon eine Überlegung, die möglicherweise eine Rolle spielt, ob die CSU dann Teil dieser Regierung bleiben kann. Ich frage mich schon, wie Frau Merkel darauf reagieren würde, wenn sie nun von der eigenen Schwesterpartei und vom eigenen Koalitionspartner vor dem Aber da kann ich Ihnen vielleicht helfen. Hat heute Morgen der CSU-Generalsekretär Scheuer in entwaffnender Ehrlichkeit geantwortet, also auf die Frage, was passiert eigentlich, wenn ihr klagt beim Bundesverfassungsgericht und gesagt, natürlich bleiben wir der Bundesregierung. Wir wollen ja unseren bayerischen Einfluss haben. Also die denken gar nicht drüber nach, zu sagen, ist das überhaupt vereinbar, sondern sie machen das eine genauso, wie sie das andere tun. Ich glaube auch, dass das Kalkül nicht ist, eben rauszugehen, weder aus der Regierung noch aus der Fraktionsgemeinschaft, sondern die Frontlinie läuft ja gar nicht so eindeutig zwischen CSU und CDU. Es gibt ja auch im CDU-Lager eine ganze Reihe von Leuten, die mittlerweile schon eingeschert sind. Der Begriff Obergrenze mit Nennung von Zahlen wurde ja schon mal in Sachsen-Anhalt vom CDU-Ministerpräsidenten genannt. Auch in Sachsen hört man dann immer wieder durchaus unterstützende Stimmen.
Und heute, gerade parallel zu dem Interview von Seehofer, hat sich ja der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, der CDU-Innenminister im Saarland, ja auch sehr pointiert geäußert und hat von der Möglichkeit sozialer Spannungen, Unruhen sogar, gesprochen. Das geht wahrscheinlich gut für ihn ein bisschen unter in dieser ganzen Diskussion durch die Seehofer-Einlassungen. Aber das zeigt schon, der Konflikt, der ist schon auch innerhalb der CDU spürbar. Und das war ja auch erkennbar in einigen Fraktionssitzungen. Das wurde jetzt mal wieder einigermaßen ausgeglichen, aber eben erkennbar mit dem Interesse, das Ganze vor den Wahlen, vor den drei Wahlen, an denen die CSU ja nicht beteiligt ist, nicht eskalieren zu lassen. Aber klar ist schon, die Probleme mit Merkels Politik, die gehen weit ins CDU-Lager hinein. Es gibt ja diesen Vorwurf an die Kanzlerin, sie würde das aussitzen, würde das die Hände in den Schoß legen und erst mal abwarten. Ist das wirklich so oder betreibt sie nicht sozusagen in dieser Art, wie sie das nach außen bringt, deutliche Machtpolitik und drückt dem Ganzen auch ihren Stempel auf? Ich weiß nicht, ob man das Machtpolitik nennen kann, weil Frau Merkel ist bei der Lösung des Problems mehr oder weniger auf Dritte angewiesen. Das beginnt mit der Türkei, das beginnt vor allen Dingen mit der Zustimmung der EU, die nun eine gemeinsame Verteilung beschließen und vor allen Dingen auch umsetzen muss. Wir haben ja nächste Woche den Europäischen Rat. Es geht um die Frage, wie ernst man die Schengen-Grenzen noch nimmt. Also dass im Prinzip von der Ankunft der Flüchtlinge in Griechenland, die alle durchgewunken werden bis nach Deutschland, das widerspricht dem ganzen Schengen-System. Da wird auch 6 oder 7 Mal Recht gebrochen oder Unrecht begangen, um diesen Begriff nochmal einzuführen, rein juristisch, weil die sind verpflichtet, die Leute erstmal aufzunehmen. Also sie ist auf andere angewiesen. Sie kann gar nicht mehr aus eigener Machtpolitik das machen. Und für sie liegt der Schlüssel weniger darin, dass sie mit der CSU zurechtkommt, sondern eher darin, dass sie in Brüssel einen Erfolg hat und es schafft, die Europäer, zumindest einen Teil der Europäer, auf ihre Seite zu ziehen, dass sie einer Verteilung der Flüchtlinge über den ganzen Kontinent zustimmen. Sonst wird sie ein Riesenproblem haben. Und das Gleiche gilt eben mit der Türkei, dass sie halt am Ende die türkische Regierung, zu der die Beziehungen ja auch nicht die besten sind, wenn man die ganzen Spannungen nochmal sieht, doch eine Übereinkunft trifft, dass die Flüchtlinge, die ja größtenteils über die Balkanroute gehen, dort in der Türkei erstmal aufgehalten werden. Das heißt, die Scharmützel mit der SPD in der Koalition, die Auseinandersetzung mit der CSU und dieser doch ziemlich kräftigen Verbalakrobatik aus Bayern. Das ist halb so schlimm, wenn man das vergleicht mit der europäischen Ebene, wo die eigentlichen Probleme liegen. Naja, halb so schlimm möchte man es fast gar nicht mehr nennen. Es ist halt überall ein ungeheures, also eine mangelnde Bereitschaft, sich an irgendwelchen pragmatischen Lösungen zu beteiligen. Und soweit ich das sehe, also ich kann den Eindruck überhaupt nicht teilen, dass die Kanzlerin nichts tut oder irgendwas aussitzt, sondern der Balanceakt, den sie jetzt vollführt, der ist ja der, dass sie gleichzeitig Stopp und weitere Hilfe anbieten muss. Also sie sagt Stopp. Also höchst pragmatisch in ihrer Politik. Sie muss eine pragmatische Lösung finden. Und ich finde, dass sie wirklich verdammt allein ist, sowohl in ihrer Regierungskoalition als auch in ganz Europa. Und der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann hat neulich gesagt, ich bete für Merkel, weil er eben denkt, es gibt keinen Regierungschef in ganz Europa, der überhaupt noch in der Lage wäre, den Laden so zusammenzuhalten wie Merkel. Also von nichts tun. Das kann man nicht sagen, dass die Kanzlerin im Prinzip eigentlich im Moment das Richtige macht in dieser Situation und diese Forderung, sie solle doch mal eine Blut-, Schweiß- und Tränenrede halten, um der Bevölkerung klarzumachen, was jetzt auf uns zukommt. Ist das eine übertriebene Forderung? Geht die an der Realität vorbei? Die geht an der Realität vorbei, denn über dieses Thema wird permanent diskutiert und die Kanzlerin hat alle Möglichkeiten und sie nutzt sie auch, ihre Politik zu erklären. Man muss vielleicht noch hinzufügen zu diesen internationalen und europäischen Ansätzen, da haben Sie natürlich völlig recht, hat es ja auch in der nationalen Politik eine Kehrtwende gegeben. Wir sind doch längst dabei, die Anreizbedingungen auch für die Flüchtlinge zu verändern. Also ganz im Sinne der CSU ist das doch eine Politik, die auf Begrenzung abzielt. Und das ist doch nicht gegen den Willen der Kanzlerin erfolgt. Man kann natürlich im Nachhinein jetzt darüber streiten, ob im Herbst, im letzten Jahr, auch von ihr falsche Signale gesetzt worden sind. Aber der Streit ist im Grunde müßig. Vielleicht ist die Wende zu spät vollzogen worden, aber sie ist natürlich vollzogen worden und sie wird weiter
vollzogen. Und im Grunde geht es ja jetzt auch in diesen Auseinandersetzungen zwischen CDU und CSU, weniger jetzt beim Asylpaket 2, aber jetzt zwischen der Union und der SPD, geht es doch im Grunde nur noch um das Ausmaß der Verschärfung der Restriktionen und nicht mehr um diese grundsätzliche Kehrtwende. Die wird auch von der SPD in der Koalition mitgetragen. Ist die Koalition so eine Art Heim für Schwererziehbare, wo dann die Heimleiterin am Ende doch wieder das Heft in der Hand hat? Nein, es gibt ja da auch eine ganze Reihe von sehr positiven Ansätzen. Also heute in der FAZ wurden ja die beiden Minister de Maizière und Maas als eben die Schlichter innerhalb der Koalition dann besonders positiv hervorgehoben. Also da gibt es schon noch erkennbar den Versuch, eben sich immer wieder auch sehr pragmatisch zu einigen Lösungen zu finden. Das ist sicherlich extrem schwierig. Das Problem ist auch relativ komplex. Aber eines ist schon erkennbar, dass eines der Hauptprobleme, was die öffentliche Akzeptanz anbetrifft, jetzt nicht in Europa, das ist noch mal ein anderes Thema, aber in der Öffentlichkeit, dass eben sozusagen dieses klassische Merkel-Narrativ, das ist alternativlos, das, was wir hier machen, dass es halt insofern nicht so ganz aufgehen mag, weil eben die anderen eben schlicht dann einfach nicht mitmachen, weil eben diese spätestens mit der Kehrtwende in Schweden, in Österreich, eben Deutschland tatsächlich relativ alleine dasteht. Und dann klappt es, die Begründungszusammenhänge nicht. Also da bin ich mir nicht so sicher, ob tatsächlich sehr viel erklärt wurde. Das reicht dann nicht aus, wenn man eben einmal in eine Talkshow geht und versucht, seine Position zu klären. Das sind Probleme, die eben relativ breit gestreut sind. Und ich denke, da muss die Bundesregierung, muss die Bundeskanzlerin auch weit stärker erklären. Sie ist zurzeit im Wesentlichen sozusagen mit Ursachen im Ausland aktiv. Das hilft nur nicht, was eben den erkennbaren Wunsch der Bevölkerung betrifft, die Zahlen eben möglichst rasch zu begrenzen. Ich glaube, dass das, was Sie vorhin angesprochen haben, sind die Menschen eigentlich genug auf die Zumutungen vorbereitet, die die Globalisierung ganz generell für sie bereithält? Da, glaube ich, kann man Merkel so einen gewissen Vorwurf machen, zu lange das Signal ausgesandt zu haben, wir kriegen das alles hin, ohne dass sich euer Leben verändert. Unser Leben wird sich sehr verändern. Deutschland wird in 5 Jahren ein anderes Land sein und es wird kein Zurück mehr geben in die Jahre der wunderbaren, selbstzufriedenen Aufstiegsphase. Und das, da scheut man sich natürlich als Regierungschefin, den Leuten dieses Signal zu geben. Und das war, glaube ich, aber schon versäumt. Hält man sie da nicht für unmündig, die Bürger, wenn man annimmt, dass die das nicht selbst spüren, dass sich da wirklich etwas ändert, dass man nicht nur von Zuwanderern Anpassung und Veränderung erwartet, sondern dass sich die Gesellschaft auch dadurch hier, die hiesige Gesellschaft, ändern muss? Naja, ich glaube schon, dass die Leute, klar, die Leute merken es selber, aber wenn das sich sozusagen einstellt, ohne dass jemand darüber spricht, macht es natürlich einen viel bedrohlicheren Eindruck, als wenn man sagt, unsere Nachbarn werden sich ändern, wir werden eine andere Weltmarktsituation haben und, und. Also das ist ja auch nicht alles bedrohlich, sondern auch sind ja auch interessante. Deutschland wird ja jeden Tag unglaublich viel interessanter. Aber natürlich, die Belastungen hätte man, glaube ich, früher thematisieren sollen. Jetzt fühlen sich die Leute davon überfallen und suchen eben diese schlichten Lösungen zum Teil. Ich würde diese bezweifeln, dass man sagt, wenn man den Leuten erklärt, dass sich Deutschland in 5 Jahren so verändert und es auch keinen Weg mehr zurück gibt, dann wäre es okay. Ich glaube einfach, dass ganz viele Leute das spüren, wie Sie sagen. Die Leute sind nicht so ignorant, aber sie wollen es nicht. Ich glaube, wenn man eine Umfrage macht, wollen sie, dass Deutschland in 5 Jahren sich so verändert und dass es nicht mehr so sein wird wie früher, glaube ich. Die Mehrheit der Bevölkerung ist sowieso veränderungsresistent, weil es sowieso schon sehr viele Veränderungen gibt im Zuge der Globalisierung. Die Mehrheit will das nicht, die will kein anderes Land. Darf ich noch einen Satz dazu sagen? Ich glaube, das Tolle, was sich jetzt abspielt, ist doch, dass wir, ausgerechnet Deutschland, werden jetzt zu so einem Sehnsuchtsland. Wir werden das Amerika Europas. Hier wollen die Leute hin. Hier versprechen sie sich ein glückliches Leben. Und wenn man diese Art von Wachstum zu so einem, also Glücksland, ja, wenn man das sozusagen mit den Leuten, wenn man das offener bereden würde und auch eben, also klar würde, was da für uns drin liegt, dann
glaube ich, wird auch leichter, darüber zu sprechen, wie man mit diesen Herausforderungen umgeht. Das ist ein bisschen blauäugig. Ich meine, 5% von den Zuwanderern haben eine Ausbildung, die es ihnen erlauben würde, in den deutschen Arbeitsmarkt einzusteigen. Naja, wir haben Leute, die aus einem ganz anderen Kulturkreis kommen. Ich meine, Köln haben wir alle noch in guten Erinnerungen. Es gucken Sie sich unter doch mal an, was die Chinesen in Amerika, das sind ja unglaublich viele Analphabeten. Die Chinesen sind andere Leute als Araber auch. Ich meine, also ich glaube, dass also sozusagen wir werden ein Glücksland und begrüßt die Leute. Ich glaube, das ist, also Entschuldigung, ein bisschen blauäugig. Es geht vielleicht noch mal zu diesen Veränderungen. Den Menschen sind ja in der Vergangenheit auch Veränderungen zugemutet worden. Ich erinnere nur an die Sozial- und Arbeitsmarktreformen der rot-grünen Bundesregierung. Ja, und die Wiedervereinigung haben wir auch hingekriegt. Die Wiedervereinigung, das ist jetzt schon ein Stück länger her. Aber manche sagen ja, dass die SPD bis heute auch an den Folgen dieser Politik laboriert. Das waren einschneidende Änderungen. Und es ist ja ganz interessant, dass Merkel 2005 versucht hat, die SPD an der Stelle auch noch zu überholen. Sie hat aber gesehen, als die Akzeptanz nicht da war in der Wählerschaft, dass sie im Grunde den Deutschen dann auch nicht weiter so viel zumuten kann. Und das ist jetzt das Interessante in dieser Flüchtlingsfrage. Ich denke, die Leute sehen sehr gut, dass sich die Welt um uns ändert, dass wir nicht auf der einen Seite Teil der Globalisierung sein können, von der Globalisierung profitieren können, uns auf der anderen Seite aber auch von bestimmten Elementen der Globalisierung vollkommen abschotten können. Und insoweit, dass diese Flüchtlingswelle entstanden ist, war ja auch schon absehbar. Und diesen Vorwurf muss man der Politik und auch der Regierung machen. Man hätte die Bevölkerung natürlich darauf auch schon früher einstellen können. Jetzt müssen wir noch eine Frage klären. Sie sagten, die Bevölkerung ist eher zur Veränderung nicht bereit. Sie sagen, eigentlich ist eine Bereitschaft da. Ist sie denn da oder ist sie nicht da? Also die Bevölkerung ist vor allen Dingen eines, ist zerrissen. Wir haben eine absolut konstante Zustimmung, dass den Bürgerkriegsflüchtlingen geholfen werden muss. Da gibt es überhaupt kein Partout. Da sind sogar, also das ist immer wieder bemerkenswert, 3/4 der AfD-Wähler dafür, die also offensichtlich durchaus in Teilen in der Lage sind, eben zu differenzieren. Aber auf der anderen Seite sind eben mit der Zeit die Sorgen gewachsen, konkreter geworden, die eben mit dieser Zuwanderung auch zusammenhängen. Ich glaube, eines der Fehler der Bundesregierung bislang war, zu wenig auf diese Sorgen wirklich eingegangen zu sein. Es hilft nicht nur eben sozusagen außenpolitisch die Schrauben versuchen eben neu zu justieren. Man muss eben auch das Thema, das eben den Leuten direkt auf den Nägeln bringt, und das ja demnächst erst auf uns zukommen wird, Integration. Das ist eigentlich die große Herausforderung, das ist die große Aufgabe. Und da kann man schon zu dem Schluss kommen, dass eben insgesamt da bislang zu wenig hier gemacht wurde, zu wenig auf die Sorgen. Wobei das auf der Zeitschiene ja auch ziemlich lange dauern wird, wenn die Agenda Politik nach 12 Jahren, 13 Jahren immer noch nicht richtig akzeptiert ist. Wie lange würde ein solcher Prozess dann dauern, der ja sehr viel mehr Aufwand und auch Bereitschaft von allen Seiten damit zu machen erfordert? Wie lange das also bei der Agenda, es gibt einen kleinen Unterschied. Die Agenda-Politik hat natürlich auch eine unheimliche Wirkung gehabt. Aber sie hat einen relativ kleinen Kreis von unmittelbar Betroffenen tangiert. Bei der Flüchtlingsfrage ist es natürlich so, und das ist auch der riesige Unterschied zu dieser Frage des Atomausstiegs, das tangiert eben uns alle. Das wird unser Leben, Sie sagen es ja selber, massiv verändern. Und das ist eben eine Frage, ob man diesen Prozess nicht deutlich kommunikativer gestalten muss. Ob man eben nicht viel intensiver auf diese Sorgen eingehen muss und eben wirklich mal Zahlen auf den Tisch legt. Eben wir wissen eigentlich im Grunde immer noch nicht so ganz genau, mit welchen Leuten wir es zu tun haben. Das wäre auch die Aufgabe der Kanzlerin in erster Linie. Also der gesamten Regierung sicherlich, aber die Kanzlerin ist als erstes gefordert. Sie hat Zeichen gesetzt. Sie wird auch unmittelbar persönlich sozusagen dafür irgendwann einmal haftbar gemacht werden, wenn es eben nicht geschafft wird. Wenn wir haben in der Innenpolitik ja auch schon festgestellt, jetzt streiten oft auf hohem Niveau. Es gibt auch viel Spiegelfechten dabei. Sie haben das Stichwort Europa gerade selbst in die Diskussion gebracht. Wenn Angela Merkel nach Europa blickt, dann erblickt sie eine Herde von ziemlich störrischen Eseln, die nicht mitziehen. Nächste Woche ist ja EU-Gipfel, da ist ja der sogenannte Flüchtlingsgipfel. Da steht und fällt wahrscheinlich der Erfolg der merkelschen Politik. Wie gut sind Ihre Aussichten, dass sie da nächste Woche mit einem Erfolg nach Berlin zurückkommt? Ich glaube, die Aussichten sind alles andere als gut, weil die anderen Regierungschefs natürlich genau sehen. Erstens, sie ist unter Zugzwang. Zweitens, sie kann nur appellieren. Sie kann kaum Druck aufbauen.
die Diskussion, die wir mal hatten, nach dem Motto, dann schließen wir halt die Grenzen. Das ist kein wirksames Druckmittel, weil Deutschland als Exportland Nummer 1 in Europa wird davon am meisten beeinträchtigt werden. Die anderen Länder analysieren natürlich auch die politische Situation hier und wissen auch um die begrenzten Möglichkeiten der Kanzlerin, auch in der Koalition, was wir gerade diskutiert haben. Also ich denke nicht, dass sie da einen großen Durchbruch erzielen wird. Es wird ja noch einen weiteren Gipfel geben, der uns erst nach den Landtagswahlen dann liegt. Sie wird Stück für Stück versuchen, in Europa den Druck zu erhöhen. Da gab die Diskussion, dass man sagt, wer eben seine Pflichten nicht erfüllt in Europa, der soll auch seine Rechte, also sprich Geldzahlungen zum Beispiel, nicht erhalten. Es kommen jetzt so subtile Drohungen mitunter auf. Aber wenn sie die Einzige ist, dann wird sie auch die anderen nicht davon überzeugen können, zum Beispiel Geldzahlungen an osteuropäische Länder einzuschränken, weil die nun gar keine Flüchtlinge nehmen. Ist der Kanzler denn eigentlich klar, den störrischen europäischen Politikern eigentlich klar, was passieren könnte oder wohin das führen könnte, wenn sie die Kanzlerin in dieser Frage im Regen stehen lässt? Oder sind die von ihren nationalen Zuständen so abhängig, dass ihnen das ganz egal ist? Es kann ihnen nicht egal sein. Und das ist ja auch die Strategie von Merkel, dass jetzt der Druck auch in Europa aufgebaut wird. So ganz allein ist sie ja nicht. Sie hat durchaus mächtige Verbündete, zum Beispiel den Kommissionspräsidenten. Das ist ja nicht ohne Ironie. Den wollte sie selber nicht in diesem Amt sehen. Jetzt ist ja eine wichtige Stütze, auch das Europäische Parlament. Also es kann schon auch der Druck aufgebaut werden. Und wenn wir, und das ist ja in der Europäischen Union durchaus Konsens, wenn wir versuchen müssen, die Flüchtlinge überwiegend in den Nachbarländern zu halten, vor allem in der Türkei. Die Türkei sitzt da am längeren Hebel. Das heißt, das entsprechende Geld muss dann auch bereitgestellt werden. Das muss europäisch mobilisiert werden. So leicht werden sich die Länder dort nicht aus der europäischen Solidarität herauswinden können. Also ich sehe es nicht ganz so pessimistisch wie Sie. Sie ist nicht ganz allein in Europa. Sie hat keine wirklichen Verbündeten. Ich meine, selbst die Franzosen, also unsere engsten Verbündeten, sind nicht bereit, Flüchtlinge aufzunehmen, nennenswerter Zahl, weil François Hollande natürlich Angst hat vor der Front National und vor den ganzen Wählern dort. Von den Engländern wollen wir gar nicht reden. Osteuropa hat sich komplett verweigert. Österreich macht die Grenzen dicht. Selbst das liberale Schweden hat jetzt eine Obergrenze angeführt. Also ich sehe kaum noch Verbündete. Also nichts gegen Holland, aber das ist jetzt sicherlich nicht der Ritter, der einem hilft in so einem Kampf. Insofern ist die Bereitschaft und die Solidarität in Europa auf ein Minimum herabgesunken. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, Frau Merkel hat in der Euro-Krise mit eiserner Faust ihren Willen durchgesetzt. Auch das ist keine gute Grundlage, um dann in der Rolle des Bittstellers an die gemeinsamen Ideen zu appellieren. Also ich sehe es wirklich deutlich skeptischer, auch weil die Vorstellung, dass Frau Merkel vielleicht stürzen könnte, jetzt nicht für alle europäischen Staats- und Regierungschefs ein Albtraum ist. Also auch davon müssen wir uns, glaube ich, verabschieden. Aber der Albtraum wäre, wenn jeder einzelne Staat und vor allen Dingen, wenn Deutschland die Grenzen zumachen würde, was das wirtschaftlich für alle Nachbarn bedeutet. Diese Erkenntnis setzt sich, glaube ich, gerade durch. Und deswegen gibt es die Andeutung einer Koalition der Willigen, die also dabei mitmachen, der Türkei ein Kontingent von, sagen wir mal, 500.000 Flüchtlinge auch abzunehmen. Wenn wir mal wieder in die Innenpolitik zurückkehren, also Kraftmeierei beim einen Koalitionspartner, Leseschwäche beim anderen, was zu den Verwerfungen beim Asylpaket 2 geführt hat. Irritationen, Streit, Unzufriedenheit, Unwillen, auch das Gefühl, man hat keine Lust auf diese Koalition. Wie gefährdet ist diese Koalition eigentlich? Ja, die Zufriedenheitswerte sind auf jeden Fall drastisch gesunken, sowohl für die Regierung insgesamt als auch vor allen Dingen für die Kanzlerin. Also es zeigt schon, der Unmut ist da. Aus der Vergangenheit wissen wir, das kann man auch ändern. Das muss jetzt nicht mit Blick auf die Bundestagswahl unbedingt beruhigen. Aber man kann es nicht laufen lassen. Genauso wie damals die Bundeskanzlerin in der schwarz-gelben Koalition einmal den Herbst der Entscheidungen ausgerufen hat. Was Ähnliches muss sie mit Sicherheit jetzt auch bringen. Denn die anderen Lösungen sind halt sehr langfristiger Natur. Sie muss eben auch innenpolitisch, denke ich, Linien ziehen, die eben deutlich machen, wie wir eben mit den Zuwanderern umgehen, die eben deutlich machen, vor allen Dingen denjenigen, die ja durchaus
Befürchtungen haben, dass sie selber eben auch in Nachteil geraten. Es ist ja so, dass die meisten Leute sagen, es hat Vorteile und Nachteile. Nur diese Nachteile sind halt nicht gleichermaßen über die Bevölkerungsschichten verteilt. Und es gibt eben Leute, die ein bisschen mehr Befürchtungen haben, dass sie eben auf dem Wohnungsmarkt, auf dem Arbeitsmarkt. Heute steht in der Zeitung, dass eben die Tafel, dass es auch dort sozusagen zu Konkurrenzsituationen kommt. Das muss eben thematisiert werden. Die Essensausgabe, wo eben mittlerweile auch die Flüchtlinge natürlich oder Teile der Flüchtlinge eben in der Schlange stehen. Das muss eben neu tariert werden und das muss eben, die Botschaft muss so klar sein, dass eben diese Bürger, die ja eh schon so ein bisschen schwieriger zu erreichen sind, die ja sich in den letzten Jahren ja etwas entfernt haben von Politik, dass die das wieder wahrnehmen, dass das eben wirklich auch überzeugend wirkt. Also da ist eine gehörige Aufgabe, glaube ich, die auf die Bundesregierung zukommt. Als erstes werden es die Landesregierungen in den drei Landtagswahlen, in den drei Ländern haben, wo Landtagswahlen anstehen. Die das überall wird schwierig. Große Koalitionen ergeben werden. Das ist natürlich das Dilemma dann am Schluss, dass eben es immer mehr in eine Richtung geht, wo sozusagen Parteien drin sind, die nicht koalitionsfähig sind. Und dann haben wir eben Situationen, Sie haben mal darauf hingewiesen, das ist natürlich eine missliche Situation, wenn zunehmend eben rechtspopulistische Parteien eine Rolle spielen und eben dann Regierungsbildungen verunmöglichen, so wie wir es derzeit ja, das ist zwar in dem Fall jetzt keine rechtspopulistische Partei in Spanien erleben, wo eben auch eine Regierungsbildung zurzeit extrem schwierig ist. Das ist natürlich, wenn rechtspopulistische Parteien oder Rechtsradikale, da gibt es ja auch ein paar im europäischen Kontext, die zurzeit erstarken, die Schwedendemokraten. Das ist nicht unbedingt beunruhigend, auch für den europäischen Prozess. Das heißt, da muss man auch versuchen, eben diese Kräfte einigermaßen klein zu halten. Da steht Deutschland nicht ganz alleine. Wir sind ja dann noch in einer relativ guten Situation. Ist die Situation. Große Koalition, also solange sie jetzt noch groß ist, ich meine die im Bund, ist diese große Koalition deswegen von einer so erstaunlichen Robustheit, weil sie eben alternativlos ist im politischen Geschäft für alle Beteiligten? Man muss sich mal für eine kurze Sekunde vergegenwärtigen, dass am Wahlabend, September 2013, für kurze Zeit ja auch die Möglichkeit einer Alleinregierung der Union im Raum stand. Und es haben nur wenige Zehntelprozente gefehlt und dann hätte Schwarz-Gelb weiterregiert. Was wäre denn eigentlich passiert? Die Regierung hätte schon in der Griechenland-Krise diese Mehrheit wieder verloren. Also ist die Große Koalition die beste Regierung, die dem Land passieren konnte, auch die einzig mögliche. Es haben ja einige in der Union auch mit Schwarz-Grün geliebäugelt, bei den Grünen auch. Stellen Sie sich vor, jetzt in der Flüchtlingskrise wären die Grünen doch für die Union ein wesentlich schwierigerer Partner als die SPD. Und so wie es bei Griechenland gewesen ist, so ist jetzt eigentlich die SPD der Stabilisierungsfaktor in dieser Großen Koalition. Und ich wundere mich so ein bisschen über diese Diskussion, dass nun in der Großen Koalition gestritten wird. Das ist der Normalfall in Großen Koalitionen. Ich glaube, wir verklären so ein bisschen die Große Koalition, die es ja gegeben hat von 2005 bis 2009. Das war, bis dann die Finanzkrise eingesetzt hat, 2008, da hat sich dieses Bild dann eingeprägt, Merkel und Steinbrück, die den Deutschen dann sagen, euer Geld auf den Banken ist sicher. In Wirklichkeit ist das eine permanente Streitkoalition gewesen. Ja, es gibt ein Buch von zwei FAZ-Journalisten, die diese vier Jahre mal haben Revue passieren lassen. Die nennen das Buch Rosenkrieg. Die beiden Parteien haben sich ständig behagt und immer darauf geachtet, dass sie in dieser Großen Koalition sichtbar bleiben. Und so ist es natürlich auch jetzt bei der Flüchtlingspolitik. Wahlen stehen bevor und natürlich will jede Partei auch vor ihre Wähler treten mit der eigenen Identität. Was passiert eigentlich nach diesen Wahlen, wenn zum Beispiel die SPD vielleicht sogar weniger Prozente verliert als die Union, aber dafür zwei Ministerpräsidentenämter einbüßt? Möglicherweise gibt es nur ein Ministerpräsidentenamt, aber Regierungsbeteiligung. Grün-Rot in Baden-Württemberg auch nicht weiter existieren kann. Wenn es vor allen Dingen dann überall große Koalitionen gibt mit einem Juniorpartner SPD, welche Auswirkungen hat gerade das, was die SPD dann durchmacht, auch auf die Koalition in Berlin? Also ich würde die Frage wie folgt beantworten. Das eine ist, dass man diese Untergangsszenarien sehr gut aufhellen kann. Wenn es so kommt, wie Sie sagen, und ich glaube, es spricht einiges dafür, dann kann Frau Merkel sich jetzt zuerst mal hinstellen nach dem Märzwahl und sagen, so Freunde, wir hatten bisher einen grünen Ministerpräsidenten und eine rote Ministerpräsidentin, jetzt haben wir zwei CDU-Ministerpräsidenten. Also schon mal Punkt Sieg für Merkel.
Vielleicht ein etwas schmutziger Sieg, weil die AfD damit reingekommen ist, aber okay, kleiner Kollateralschaden. Das nächste ist, diese ganze Koalition, wir erinnern uns, vor einem Dreivierteljahr wurde gefragt in großen Leitartikeln, was will diese Koalition eigentlich noch tun? Sie hatte so zwischen 80% abgearbeitet. Ich meine, viele von den großen Projekten sind praktisch auf den Weg gebracht. Es gibt jetzt noch kleine Streitigkeiten um Leiharbeit und so weiter. Alles andere nehmen wir gar nicht mehr wahr, weil das auch medial hinter dieser Flüchtlingskrise zurücktritt. Aber diese Koalition hat bis auf diese Flüchtlingskrise, die eine zentrale Frage ist, aber sonst im gesamten Regierungshandel an sich ein sehr, ich sag mal, geschlossene Arbeit gemacht, auch dank ihrer großen Mehrheit. Und wenn wir dann, wie Sie sagen, nach den Wahlen überall große Koalitionen haben, naja, dann ist es auch im Bundesrat nicht unbedingt schwierig. Die Rückwirkung auf die SPD, die ihren Vorsitzenden mit einer jämmerlichen Mehrheit ausgestattet hat beim letzten Parteitag, im Fall von zwei Niederlagen sozusagen, dann, das kann natürlich noch mal sehr schwierig werden. Aber auch da glaube ich, die Lust der SPD im Untergang wird sich auch dann in Grenzen halten. Weil sozusagen das Erschrecken über die eigene Handlung nach dieser demütigenden Wahl für Herrn Gabriel, das war so groß, dass man sich auch dann wieder gesagt hat, lass uns ein bisschen mal wieder ans Portemonnaie packen und versuchen, vernünftig zu bleiben. Es wird schwere Diskussionen geben um Gabriel, der auch ein bisschen angeschossen ist. Aber dass der das dann zum Anlass nimmt, zurückzutreten oder dass sich dann jemand meldet, der ihn ersetzen will, ich sehe da übrigens auch keinen, kann Olaf ich mir nicht Scholz. Vorstellen. Ja, wer kommt denn dann? Da muss Olaf Scholz übernehmen. Da hat er, glaube ich, noch keine Lust zu. Aber, ja. Besteht denn eigentlich bei uns die Gefahr einer Staatskrise, wenn man, wie jetzt in Köln gesehen, offenbar Passanten nicht schützen kann, wenn man in Sachsen Flüchtlingsheime nicht schützen kann, wenn viele Einwanderer vielleicht illegal einreisen, gerade jetzt, wenn der Flüchtlingsstrom wieder anschwillt, dass die staatliche Autorität so leitend wird, dass die Leute das Gefühl haben, es gibt eigentlich diesen Staat nicht mehr, dem ich vertrauen kann, der mich schützt, der meine Sicherheit gewährleistet, meinen Wohlstand, meine Freiheit. Kann das in so eine Staatskrise schlittern? Also eine Staatskrise sehe ich überhaupt nicht. Ich gebe Ihnen vollkommen recht, dass Köln ein Schock war, auch in Bezug darauf, mit welchen Leuten haben wir es hier eigentlich zu tun. Und es war schlimm, dass der Staat seine Bürger nicht schützen konnte in dieser Situation. Auch in Berlin sieht man vor dem Flüchtlingsamt immer wieder Szenen, wo man denkt, wo ist hier eigentlich der Staat? Aber gleichzeitig muss man eben auch sagen, Berlin hat auf einen Schlag sozusagen 80.000 Leute irgendwie mehr oder weniger untergebracht. Also man muss auch mal ein bisschen, finde ich, so die Dimensionen sich vor Augen halten. Wir haben 1 Million Leute, die verzweifelt und was weiß ich, aggressiv und betreuungsbedürftig waren, irgendwie durch dieses Land geschleust. Also es ist auch eine gigantische Leistung gewesen, die viele Bürger auch, an der sich viele Bürger auch beteiligt haben, wo die auch stolz drauf sind. Ich finde, dass, wir müssen auch jetzt auch mal ein bisschen aufpassen, das nicht alles kaputt zu reden. Ich gebe Ihnen völlig recht, jetzt müssen sozusagen ein paar Gitter fallen, jetzt müssen Grenzen eingezogen werden. Wo man die dann zieht, ist wieder eine andere Frage. Aber ich finde, diese Leistung, die wir vollbracht haben, die sollten wir auch um den Bestand dieses Gemeinwesens und von wegen Unrechtsstaat und so weiter, die sollten wir jetzt nicht kleinreden. Diese ist, man sagt immer, in jeder Krise liegt auch eine Chance. Wird dieser Aspekt zu wenig beachtet? Es ist ja darauf hingewiesen worden, dass wir zum Beispiel demografische Probleme haben. Wir sind ja das Land in Europa, das ökonomisch am stärksten prosperiert. Das erklärt ja auch die mangelnde Aufnahmebereitschaft von anderen Ländern, etwa der Franzosen, die große wirtschaftliche Probleme haben. Also wenn es ein Land gibt, das Zuwanderung am ehesten verkraften kann, und in Teilen ja auch benötigt, allerdings eine bestimmte Art von Zuwanderung, dann ist das Deutschland. Und insoweit beginnen die Probleme ja jetzt erst. Ja. Jetzt kommt es darauf an, Integration tatsächlich beim Wort zu nehmen. Und gelingende Integration ist hier das Stichwort. Und ich wundere mich dann manchmal über diesen Sprachgebrauch, dass die Flüchtlingskrise irgendwann gelöst ist und dann zum Beispiel die AfD genauso schnell wieder verschwindet, wie sie entstanden ist. Nein, das Thema ist nicht lösbar, sondern es ist eine gesellschaftspolitische Daueraufgabe. Und jetzt beginnt es
im Grunde erst. Und ich glaube, dass es sehr entscheidend sein wird, dass der Druck zurückgeht. Man kann sich jetzt über die Zahlen streiten, aber wir werden nicht in der Lage sein, auch nur annähernd noch mal diese selbe Zahl von Flüchtlingen aufzunehmen. Die Äußerungen der Herrschaft des Unrechts, was ja jetzt quasi heute in den Schlagzeilen ist, die zeigt ja auch eine große Nervosität bei uns. Wir stellen ja in unserem Titel die Frage, ob die Koalition noch einen Kompass hat. Hat sie den noch? Also ich glaube schon, dass die Koalition, was die Krisenbewältigung anbetrifft, das wurde ja schon darauf hingewiesen, eine sehr gute Agenda hat. Also das ist ein ziemlicher Vertrauensvorschuss, den sie dort genießt. Sie ist halt in einem Bereich jetzt in Probleme geraten. Und eines der Hauptprobleme ist eben, dass die Bürger den Eindruck haben, die Politik, der Staat hat die Kontrolle verloren. Es gibt durchaus eben ein paar positive Aspekte, Sie haben darauf hingewiesen. Für die Zivilgesellschaft war das durchaus auch so ein bisschen ein Erweckungserlebnis. Und das ist natürlich auch etwas, was so ein bisschen dahinter steckt. Diese Abwendung von Politik, die wir in Teilen ja in den letzten Jahren erlebt haben, die hat ja damit zu tun. Und das ist sicherlich auch eine Chance. Und man sieht ja auch, dass da auch das kreuz und quer durch die Schichten geht, dass eben auch Leute, die eben durchaus Bedenken haben, was die Zahl der Flüchtlinge anbetrifft, gleichwohl eben helfen und aktiv und sind. Diese, und davon kann man auch lernen. Das Thema Flüchtlinge hat Ursachen. Darüber werden wir morgen in der Phoenix-Runde reden. Vielen Dank, dass Sie da waren, liebe Zuschauer. Morgen das Thema Bombenflucht, Elend. Wer beendet den Krieg in Syrien? Denn dort ist ja die Ursache für einen Großteil der Flüchtlinge, die nach Europa strömen, zu suchen. Bleiben Sie bei Phoenix.